der so offen und ehrlich mit den Leuten umgeht. Also, Rolf, vielen herzlichen Dank. Ich möchte gerne noch ein bisschen Schleichwerbung machen. Ja, bitte, du darfst es. Im Frühjahr letzten Jahres schon eine DVD rausgebracht mit www.dreilindenfilm.de. Das ist ein Mensch, der unheimlich tolle CDs rausgebracht, die Wunder des Meeres zum Beispiel und die Luftvögel und so weiter. Und der hat halt auch kritische Themen. Und zum Beispiel diese DVD, die Infektion der Vernunft. Und dort berichtet er eben nicht über die Corona-Situation allgemein, sondern über die SARS-CoV-2-Situation damals schon, also die SARS-Epidemie, die wir hatten, über BSE, über HIV und all diese ganzen Schwindeleien. Also es ist eine wahnsinnig sehenswerte Dokumentation, wo auch schon Wodak und Bakti und so weiter schon damals auch mit zu Wort gekommen sind. Ja, bei ich der sehe, gute. Also das ist eine wunderbare DVD, die kann man sich eben bei www.dreilindenfilm, glaube ich, bestellen. Lohnt sich das, da mal reinzuschauen. Nicht? Ja, okay, super. Genau. Würdest du mir dann das schicken, dann tue ich es in den Kanal reinstellen? Wow, ist mir eine Ehre. Noch ein Schlusswort eben. Wir arbeiten gerade im Moment über unser Levana-Team daran, ein Band 2 unseres Krankgeimpfbuchs zu schreiben. Ist da auch der geklopfte Arzt aus Kaufring dabei? Wir sind gerade im Interview. Sind Sie oder was? Ja, ein kleiner Moment, wir sind noch im Interview, dann dürfen Sie mich gerne beschimpfen. Boah, was war denn das jetzt gerade? Können Sie mich ganz groß aufnehmen. Ja, aber lassen Sie uns noch schnell 2 Minuten, damit wir dann schimpfen. Wenn 20% dagegen sind und 80% dafür sind, dann muss irgendwas verkehrt sein. Wo haben Sie denn die Zahl her? Diskutiert man mit denen. Also, ich möchte gerne, was wollte ich jetzt sagen, so geht es immer. Aber ich bewundere dich mit deiner Ruhe, da kann ich noch viel lernen. Ja, ja. Oh. Eben gerne darauf hinweisen, dass wir eben gerade am Band 2 krankgeimpft arbeiten und was sich ausschließlich auf Corona-Fälle beziehen soll. Wenn ihr also, liebe Zuschauer, Fälle... Dann sage ich einfach nur herzlichen Dank, Rolf, ja, danke dir, weil wir Peter. Könnten lange reden, unendlich lange, aber ich bin ganz stolz, dass du das tatsächlich geschafft hast, die Galerie des Grauens hier nach Landsberg zurückzutragen, weil auch hier muss man die Ehre natürlich... Und jetzt zum Abschied noch, Rolf, jetzt mache ich auch ein bisschen Eigenwerbung. Ja. Und zwar meine Frau, die Petra und ich, die ist ja normal immer dabei, nur im Moment wird es zu viel. Ja. Wir haben also jetzt vor, dass wir einen Fonds gründen, also in Form eines Fonds, das kann ich dann gerne anders mal näher erläutern. Und wir werden jetzt bald einen alten Gutshof pachten, mir schwebt das vor, ein bisschen in Grenznähe. Und zwar, dass wir den ganzen geschädigten Kindern durch diese extrem überzogenen Zwangsmaßnahmen, weil die Kinder sind ja krank geworden, dass wir denen dort ein bisschen Erholung bieten. Möchte jetzt einfach nur mal gesagt haben, vielleicht würdest du das dann auch. Ja. Also das promote ich auf jeden Fall. Unser Buch Krank geimpft, die Erlöse, dafür gehen auch für impfgeschädigte Kinder eben zugute. Also ich kann solche Projekte immer nur gut unterstützen. Super, Rolf, herzlichen Dank. Danke dir auch. Schön, dass du nach Landsberg gefunden hast. Danke dir. Also, machen wir was draus. Dankeschön, bleib stark.